Aber ist ein Mini, wie laut kann der sein, meine ich? Also. Ich hab wieder reingebaut. Boah, es kommt gleich. Ich bin ja tendenziell auch voll blind geboren. Yo! Okay. Hallihallo, liebe Leute, wir wollen eine neue Serie starten. Das hier ist der Pilotfilm. Wir wollen in verschiedene Jobs reinschauen und gucken, wie schwer kann es sein. Ich habe nämlich gar keine Ahnung von Autos, aber einen Tag als Mechaniker, wie schwer kann es sein? Wir sind heute bei Gigamod. Let's go! Servus. Moin, grüß dich. Das hier ist Marian, gelernter Mechatroniker, Geschäftsführer von Gigamod und fast blind. Aber zu ihm und seiner Geschichte später mehr. Jetzt haben wir dich mal einen Tag als Praktikant hier. Genau, ja. Möchte mal ein bisschen als Mechatroniker reinschnuppern, gucken, was wir hier so machen. Was steht heute denn so an? Oh, wir haben heute einiges. Also wir haben ein bisschen Radwechsel für dich. Heute Mittag gibt es noch ein bisschen Achsvermessung und einen Reifen umziehen, der tatsächlich als neuer Reifen defekt gekommen ist. Auch ganz interessant mal anzuschauen. Na dann, ab an die Arbeit. Das sind übrigens Luca und Mäuser. Die werden uns heute... Moin, Servus, moin. Auch ein bisschen begleiten und mir ein bisschen, ich weiß auch noch nicht, was passiert. Also wir haben hier den Drehmomentschlüssel, den brauchen wir am Ende auch nochmal. Und wir haben hier das Spezialwerkzeug, das ist Spezialnuss für die Felgenschlösser. Da haben wir hier die Schraube, da gehst du drauf, die gibt eine Position, wo sie passt. Jetzt ist sie drin. Okay. Und dann gehst du mit dem Werkzeug her und ziehst sie auf. Okay? Ja. Dann kannst du dich mal durchtesten. Du brauchst ein bisschen Kraft. Oh, die habe ich nicht. Das klappt doch. Nimm mal gedrückt halten. Das mache ich nicht mit Absicht. Ja gut, das reicht. Schraubst jetzt komplett raus, die Schraube. Das machst du bei allen vier Stück. Du kriegst noch die Nuss dazu. Ah, danke dir. Dann kannst du es einfacher machen. Geil. Falsche Seite. Ich wollte gerade sagen, aber am Anfang macht man noch viel falsch. Bekommst du hier unseren Schlagschrauber. Okay. Ich gebe den jetzt erstmal ohne. Wow, sieht das seriös aus. Das ist auch, wiegt auch ein bisschen was. Kannst du mal heben. Dann gehst du her. Das war lauter als gedacht, wow. Einfach die Schrauben. Boah, ich fühle mich wirklich wie bei Formel 1. Kommst du nach unten. Darfst du es mal aufmachen. Okay. Du drückst den Schlagschrauber zusammen. Okay. Und dann ziehst du den Riegel nach hinten. Ich geh mal einen Kaffee trinken so lange. Ja, danke. Ich weiß nicht, guck mal, ich zeig dir nochmal. Yep, that's me. Ich dachte, mir fällt gleich die Hand ab. Ich zeig's dir nochmal. Guck mal, du nimmst die eine Hand hier oben, okay. Die andere Hand hier. Ja. Drückst es zusammen. Siehst du das? Ja. Und dann machst du den hier. Ah, okay. Warte, so. Schon mal der erste Fehler. Ich will nicht nochmal auf dieses Ding. Wo ist die erste Hand? Wo kommt die eine Hand hin? So? Ja. Und dann drückst du zusammen und dann ziehst du es runter. Ja, voila. Oh. Merkst du? Nimmst die Felge, setzt sie hier drauf, passt auf, dass du nicht an irgendwas drankommst. Mhm. Ich stütze es immer mit meinem Bein ab. Sehr smooth. Ein bisschen. Drehst du hin, dass du die Löcher siehst. Siehst du das? Macht Sinn, ja. So kriegst du keine Schraube rein. Ja, so kriegst du keine rein. So kannst du noch nur mit sehr, sehr, sehr viel Gewalt? Gar nicht. So, dann hast du die Schrauben hier. Watch me. Boah, guck mal, wie meine Hände direkt aussehen. Wer hätte damit gerechnet, dass man sich hier die Hände schmutzig macht? Luftprüfen ist das Einfachste. Das habe ich auch schon mal gemacht. Einfach bei der Tanke, einfach so dieses Ding. Das hat mir dann gesagt, wie viel, und dann habe ich reingemacht. Richtig. Ja, das war, glaube ich, das Einzige, was ich in meinem Auto jemals selber gemacht habe. Was kostet ein Reifenwechsel? 40 Euro? Boah, das lohnt sich nicht, wenn ich so langsam bin, ne? Nein, okay. Derzeit habe ich 3 gemacht. Ja gut, Reifenwechsel haben wir fertig. Was ist als Nächstes? Ja, wir haben gedacht, wir zeigen dir einfach mal so ein bisschen, was wir hier so treiben. Das hier ist zum Beispiel meiner. Der ist jetzt wirklich... Nice Karre. Erstmal Glückwunsch, geile Karre. danke. Wir sind ja tatsächlich sehr bekannt für Mini. Den darfst du auf der Straße fahren? Ganz legal, ja. Crazy, einfach der sieht ja auch so nach Rennen aus, ja. Ja, der fährt tatsächlich auch eigentlich nur Rennstrecke. Okay. Das Wie viel bekomme ich, wenn ich auf mein Auto Gigamod drauf mache, so als Werbefläche? Freundlichen Händedruck. Scheiße, nee, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Das ist der Rennwagen. Genau, also der ist leider nicht zulassungsfähig. Mhm. Ja. Also der Motor ist komplett umgebaut. Kann ich mich mal reinsetzen? Ja, kannst du versuchen. Okay. Ich finde mich sehr dünn. Ich glaube, ich würde auch mit Lenkrad reinkommen. Ja, täusche ich nicht. Wäre schon vorbei. Mit dem Bein wärst du nicht vorbeigekommen. Ja, okay. Ist doch schon sehr eng. Mhm. Boah. Kann ich den aufheulen lassen? Das können wir gleich machen. Da müssen wir nur warm laufen lassen. Okay. Das ist kein Problem. Ja, aber ist ein Mini. Wie laut kann der sein? Also.
Siehst du dann. Willst du den Challenge kurz einmal hier rausfahren? Vielleicht mal rückwärts hier hinstellen? Es ist gerade schön Sonne, da knallt das Grün so schön. Also denke ich, ich bin farbenblind. Ja, es könnte auch blau sein, es könnte auch grau sein. Das ist, aber irgendeine Farbe sieht gut aus. Ja, es schimmert schön. Hübsches Grau. Boah. Das war ursprünglich mal ein Mini One mit einem Dreizylindermotor drin, mit 75 PS. Wie viel PS hat er jetzt? Also ungefähr 400. Also ich bin, wie gesagt, mit dem Turbolader nicht so ganz zufrieden. Was ist da drin? Und da willst du mich auf dem Beifahrer haben? Ich nicht, sondern der Luca, der fährt gleich, aber ja, das wird witzig. Was haben die da reingebaut? Ich nehme es zurück, Mini kann auch laut sein. Und damit drehen wir jetzt eine Runde, unglaublich. Kommen Sie her. Vielen Dank. Also, du hast zwischen deinen Beinen, da fasse ich jetzt nicht hin, ein Gurt. Guck mal, siehst du das? Okay. Das Teil ziehst du. Kannst du mir damit hoch? Helfen? Nein. Spaß. Hier? Zeit. Okay. Geht das? Ja, das geht. Dieser Mini hatte mal 70 PS, jetzt hat er 400 PS. Ich hab Angst. Bis gleich. Das ist geil. Das bockt richtig, das sag ich dir. Ich freu mich. Wie bei Ryanair. Das war krass, das hat sehr gebockt. Man merkt einen riesen Unterschied halt zu so einem normalen Auto. Alleine die Kraft ist eine ganz andere logischerweise, aber du spürst natürlich auch die Straße viel mehr. Du hast halt nicht so eine insane Federung wie beim normalen Auto, und das ist wirklich krass. Also das bockt, ich würde es kaufen. Wenn ich das Geld hätte, ich würde es kaufen. Launch Control mit dem RS3. Ich freue mich. Ich hab bisschen. Yo! Okay. Beim zweiten Mal genauso gut wie beim ersten Mal. Ja, es wird auch nicht langweilig. Geil. Nicht, wie fandest du es? Ich achte aufs Bild. Alles heftig. Junge, guck mal, die haben eine Kinderecke. Digga, wie geil ist das denn? Papa, ich will wieder am Auto rumschrauben. Ich mach das einfach beruflich. Ja, komm, machen wir jetzt weiter. Ich bin jetzt hier seit 2 Jahren auch Geschäftsführer und mach bis auf die Buchhaltung alles. Wirklich alles. Ich bin ja tendenziell auch vollblind geboren, mit einem sehr heftigen grauen Star. Das hat man bei mir mit 8 Wochen ungefähr festgestellt. Da hat man mir dann quasi die Linsen rausgenommen. Dann habe ich überhaupt mal was gesehen. Es waren dann minus 36, minus 37 Dioptrien. Das ist sehr, 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 sehr verflucht viel. Klingt sehr stark, ja. Ich habe einfach nur das Glück gehabt, dass meine Eltern gesagt haben, okay, der hat zwar was an den Augen, aber der hat nichts am Kopf. Der muss wie alle anderen Kindern einfach auch gucken, wie er sich in der Welt zurechtfindet. Der wird es schon lernen. Und dann ist es halt so, dann haut man sich halt mal irgendwo den Kopf an. Das passiert den normalen Kindern auch. Ja. Beim nächsten Mal weiß man es dann. Ich habe da riesen Respekt vor, dass du das trotzdem so durchgezogen hast, dass du gesagt hast, vielleicht ist das nicht was man typischerweise machen würde mit so einer Sehbehinderung. Ja. Aber ich finde das wirklich krass, dass du gesagt hast, ich ziehe es trotzdem durch gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Ja, haben deine Eltern und deine Familie dran geglaubt. Ich weiß ja, dass ich es kann. Ja. Ich meine, hier im Betrieb, ich habe ja hier mitgearbeitet. Die Mitarbeiter, die damals da waren, haben auch gesagt, ja, mach, ist doch kein Problem. Mhm. Ne? Man muss manche Sachen einfach mal ausprobieren. Und dann funktioniert das auch. Was gibt es nach dem Essen noch zu tun? Einmal Achsvermessung und Fehlersuche. Okay, das sehen wir jetzt. Ja, bla bla bla, mach jetzt. Ja, okay. Wir machen jetzt Achsenvermessung. Achsvermessung. Was ist eigentlich Achsvermessung? Du lässt dein Lenkrad los, dann müsst ihr dein Auto kerzengerade fahren. Und das ist das, was wir einstellen mit der Achsenvermessung. Okay, let's go. Reifen vergessen. Ich komme. Hier den neuen Reifen auf der Felge drauf. Machst du das Ventilkäppchen ab? Jetzt kannst du wahrscheinlich die Hand wegmachen. Pass auf. Oh, der hat mich angesprüht. Das ist der Ventileinsatz. Tot hätte ich sein können. Das ist eine Patrone. Ich habe auch Angst vor diesem Gerät einfach. Vor dem Gerät? Guck mal. Das sieht aus wie eine Maschine aus Saw. Halt dein Maul. Das Ventil muss so rum. Das, was mich gerade angeschossen hat. Genau. Kommt da jetzt rein. Kommt da jetzt reingeschraubt. Mhm.
Hier unten ist ein Pedal. Das drückst du jetzt, bis es zweimal geknallt hat. Wir sehen uns. Das... Was mache ich jetzt hier? Boah, es kommt gleich. Oh, ey, yo. So, unten hat es geknallt, hä? Ja. Hab ich aber nicht erschrocken. Nein. Habe ich gar nicht gehört von draußen. Es müssen noch gewuchtet werden. Das sind nur 4 Kilo mehr. Ja, ist gut. Nehmen wir die Felge. Stellen uns jetzt so an wie du. No front. Das sind Klebegewichte. Es simuliert jetzt das Training. Ah, okay. Dadurch erkennt jetzt. Er jetzt, wie viel Unwucht die Felge hat. 0, also ist die Seite perfekt, da brauchen wir keine Zusatzgewichte. Hier außen brauchen wir 43. Immer schön andrücken, damit der Kleber klebt. Also haben wir jetzt die Felge perfekt gewuchtet. Boxenstopp. Schön ist immer, sich hinzusetzen, einfach den Praktikanten zuzugucken. Ey, es ist wirklich anstrengend. Davon kriegst du Trizeps. Muss Kfz-ler sein, damit du kein Gym brauchst. Was ist das jetzt schon wieder für eine Maschine? Das ist keine Maschine, das ist unser Achsenmessgerät. Das heißt, das misst die Achsen, oder? Nee, das misst gar nichts. Da wird das Auto nur draufgestellt, dass wir besser unter dem Auto rumschluppen können. Okay. Die vier kommen jetzt unter die Räder. Oh. Markus Rühl. Zack, Kratzer im Auto. Das ist auch ein Gerät von Zorc. Guck mal, hier kommt der Kopf rein. Zack. Ich weiß aber noch nicht, wohin mit dem Teil. Solange trainiere ich einfach ein bisschen. Oha! So. Ah. Natürlich brauchen wir das. Klar, das. Ich hab jetzt halt vorne zu. Warte ganz kurz. Okay. Ich kann dir mal die Bilder schicken, wofür wir das Ding benutzen. Und zwar waren wir letztes Mal einmal passiert, da hatte ich vergessen, wo ich das Ding hingelegt habe. Ja. Dann kam ein Kunde so, du sag mal, was ist denn das hier? Ach ja, passiert. Warum können wir das bitte reinschneiden? Müssen auch nicht. Okay, dann könnt ihr zensieren und dann können die Leute überlegen, was es ist. Genau so haben wir es gemacht. Ich habe so viel Spaß hier. Irgendwas fehlt hier, aber ich bin mir nicht sicher, was. Wir haben den Motor ausgebaut, der wollte nämlich was Exklusives haben. Das heißt, wir werden jetzt die Vorderachse werden wir verbinden mit einer Stange, okay, wo sich dreht. Darauf werden wir von einem Fahrrad ein Zahnradblatt drauf machen. Okay. Fahrradpedale an den Fußraum mit einer Fahrradkette verbinden, dass er das als Fahrrad nutzen kann. Dadurch braucht er keine Zulassung mehr. Was? Ja, kein Scheiß. Dadurch braucht er keine Zulassung mehr. Ja, es zählt dann als Fahrrad. Es hat keinen Motor. Das zählt offiziell als Fahrrad dann? Ja, genau. Was ist das denn? Willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Hier ist die Kamera. Scheiße. Das ist ja so geil. Ich weiß nicht, wie förderlich der Winkel für mich ist. So, Meister, was steht jetzt noch an? Wir tun jetzt die Vorderachsspur einstellen. Jetzt muss ich die Skala so reinschieben, dass die auf 0 steht. Ist das eine feine Arbeit. So, jetzt holst du die große Lasse. Nicht deine, deine ist klein. Ein Hundi! Dabei. Wie findest du es hier bei Gigamart? Vielen Dank für alles, was du mir heute beigebracht hast. Sehr gerne, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn jemand einen Praktikumsplatz braucht oder du wiederkommen willst im Praktikum. Gigamart Hemsbach. Und zum Abschluss des Tages spielen wir jetzt nochmal eine Runde Mario Kart.